Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Was, glauben Sie, ist das wahre Evangelium? Nun, wir haben heute in dieser Zeit schon viel über das Evangelium gehört. Das heißt ja frohe Botschaft oder gute Nachricht. Und wir alle können uns an die Stelle erinnern, wo die Engel den Hirten erschienen und gesagt haben, wir verkündigen euch heute eine frohe Botschaft, nämlich, dass Jesus Christus für euch geboren worden ist. Aber ist das alles, was mit dem Evangelium gemeint ist? Die Tatsache, dass Jesus Christus für uns geboren wurde, dass er als Mensch lebte, dass er starb, dass er wieder auferweckt wurde. Sicherlich ist dies Teil des Evangeliums, aber ist das alles, was das Evangelium beinhaltet? Und dann anders gefragt, ist das Evangelium eine Botschaft, die Ihnen zeigt, wie Sie in Frieden und Glück und Liebe heute leben können? Ist das Evangelium eine Botschaft, die Ihnen sagt, wie Sie das Heil, wie Sie die Seligkeit erlangen können? Auch das ist sicherlich Teil des Evangeliums. Aber auch hier gefragt, ist das alles, was das Evangelium Ihnen sagen will? Und dann noch anders gefragt, als Jesus kam, um das Evangelium zu bringen, hat er damit das Gesetz des Alten Testamentes abgeschafft. Viele meinen heute, das Gesetz sei abgeschafft, die 10 Gebote seien abgeschafft. Man brauche heute das Gesetz nicht mehr zu halten. Christus kam, um uns Sündenvergebung zu bringen, sodass wir jetzt frei geworden sind von dem Gesetz. Aber Christus sagte, ihr sollt nicht meinen, ich bin gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Ich bin gekommen, es zu erfüllen, nicht es abzuschaffen. Und wie wir noch sehen werden, als ein junger Mann zu ihm kam und ihn fragte, wie er ewiges Leben erlangen könne, da sagte Christus zu ihm, halte die Gebote. Und er hat dann spezifiziert, dass es sich hierbei um die 10 Gebote handelte. Jakobus sagte später, wenn ihr eins von den 10 Geboten brecht, dann brecht ihr sie alle und habt damit Sünde begangen. Und der Sünde Sold ist nach wie vor der Tod, der ewige Tod. Wenn sie sündigen, dann erwerben sie für sich den ewigen Tod. Und die Sündenvergebung tilgt dann die Strafe. Aber Christus kam nicht, damit sie weiter sündigen können. Er kam, um sie von der Sünde zu befreien, nicht für die Sünde. Und so sehen wir, dass da viel Unsicherheit herrscht im Hinblick auf das Evangelium. Nun sagt uns die Bibel etwas deutlicher, was das Evangelium ist. Gibt es uns eine Definition des Evangeliums? Zunächst einmal schauen wir uns eine Stelle im Galaterbrief an. Galater Kapitel 1, die Verse 6 bis 9. Galater Kapitel 1 und ich lese angefangen Vers 6 und schauen wir uns einmal an, was Paulus hier über das Evangelium zu sagen hat. Galater Kapitel 1 und angefangen in Vers 6. Da sagt er zu den Galatern, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium. Obwohl es doch kein anderes gibt. Nur, dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi, schauen Sie, das Evangelium, das Christus brachte, das Christus gehört, das Christus verkündigte, die wollen dieses Evangelium verkehren, umkehren, ändern. Aber wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Und wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Nun, es ist schon wichtig, dass wir erkennen, was das Evangelium Christi ist. Denn wenn wir ein Evangelium verkündigen, das anders ist als das, was Paulus verkündigt hat, als das, was Christus verkündigt hat, dann spricht Paulus einen Fluch über uns aus. Nun, einige sagen, es ist aber schon wichtig, dass man Jesus Christus verkündigt. Und das ist auch richtig. Das ist auch richtig, nur muss man natürlich auch den richtigen Jesus Christus verkündigen. Nicht einen Christus, der kam, um das Gesetz abzuschaffen, sondern jemanden, der kam, um das Gesetz in der Weise zu erfüllen, dass er uns gezeigt hat, wie man nach wie vor das Gesetz sogar dem Sinne nach halten kann. Vor einiger Zeit war
eine interessante Sendung hier im Fernsehen. Und zwar wurde sie von Larry King moderiert. Sie haben sicherlich von Larry King gehört, der jetzt mittlerweile schon, ich glaube, seine 8. Scheidung eingereicht hat. Und vielleicht war es auch nur die 7. Nach einer gewissen Zeit hört man auf zu zählen. Aber der hatte dann einen Pastor eingeladen und eine christliche Sängerin, die aber auch gleichzeitig eine lesbische Sängerin ist. Und da gab es eine große Diskussion darüber, ob Homosexualität in der Bibel erlaubt ist oder nicht. Und der Pastor hatte zunächst einmal sehr eingehende und gute Worte im Hinblick auf diese Frage vorgebracht. Aber dann kam die Entgegnung, ja, aber die Bibel ist ja zunächst einmal verändert worden. Die Lehren der Bibel sind ja verändert worden. Und so fragte dann Larry King diesen Pastor, essen Sie heute zum Beispiel Muscheln und Krebse und anderes Schalengetier? Und darauf sagte er, ja, natürlich tue ich das, denn Gott hat ja seine Meinung im Hinblick auf die reinen und unreinen Tiere geändert. Und dann kam natürlich die Frage, ja, wenn Gott seine Meinung im Hinblick auf die reinen und unreinen Tiere geändert hat, hat er sie nicht dann auch auf die Homosexualität bezogen geändert? Natürlich hat der Pastor mit dieser Entgegnung ein Eigentor geschossen, denn Gott hat keineswegs seine Meinung über unreine und reine Tiere geändert. Und er hat auch seine Meinung über Homosexualität keineswegs geändert. Ich habe ja einige Predigten über die Nahrungsgesetze gegeben und wenn Sie die noch nicht gehört haben sollten oder sich noch einmal anhören wollen, dann gehen Sie einfach auf unsere Webseite auf postenstehen.de und Sie können dort dann sich diese Predigten anhören. Diese ganze Idee, dass Christus kam, um Gesetze zu ändern, die ist ja sehr schlecht, die ist ja sehr gefährlich. Wie ich sagte, als dieser junge Mann zu Christus kam und fragte, was muss ich tun, um ewiges Leben zu ererben, der wusste also, dass er es noch nicht hatte, da sagte Christus, ja nicht. Ja nun, 2 Jahre lang oder 3 Jahre lang musst du noch die 10 Gebote halten, aber dann, wenn ich ans Kreuz genagelt werde, dann sind die 10 Gebote nicht mehr zu halten, dann sind die abgeschafft. Nein. Er sagte ihm, halte die Gebote, wenn du ewiges Leben erwerben willst. Und so ist es leider so, dass heute viele zwar anerkennen, dass Jesus Christus der Messias war, aber gleichwohl viele verführen, wie Christus sich selbst prophezeit hat in der Ölberg-Prophezeiung, wo er sagte, viele werden kommen und sagen, ich bin der Christus. Sie werden anerkennen, dass ich der Christus war und werden gleichwohl viele verführen. Inwieweit? Wieso können sie dies tun? Indem sie falsche Lehren verkünden. Indem sie ein falsches Evangelium verkünden. Indem sie einen falschen Jesus Christus verkünden. Jemand, der gekommen sei, das Gesetz abzuschaffen. Und Paulus warnte die Korinther davor, dass dies geschehen würde. Schauen wir uns 2. Korinther Kapitel 11 an. 2. Korinther Kapitel 11. Und lesen wir Vers 4. 2. Korinther Kapitel 11. Und Vers 4. Da sagt er zu den Korinthern, denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Also er sagt denen hier, ihr seid bereits schon dabei, einen falschen Jesus anzubeten, einen falschen Geist zu empfangen, an ein falsches, ein anderes Evangelium zu glauben. Und das ist eine Gefahr, die damals bereits bestand. Das ist eine Gefahr, die heute im orthodoxen Christentum besteht, in so vieler Hinsicht. Und es wird allmählich Zeit, dass wir uns anschauen, was die Bibel uns über das wahre Evangelium sagt und über den wahren Jesus Christus, den es anzubeten gilt, nicht einen Falschen, der gekommen ist, wie ich sagte, um alles das abzuschaffen, was im Alten Testament geschrieben steht. Nun, einige Gesetze sind in der Tat abgeschafft worden, wie zum Beispiel das Opfergesetz. Und auch darüber habe ich ja bereits gesprochen. Aber das Neue Testament macht das dann klar, was abgeschafft ist. Aber die 10 Gebote und die Rechtsvorschriften und Satzungen, die die 10 Gebote näher erläutern, die sind keineswegs abgeschafft worden. Die sind nach wie vor für uns gültig in ihrer Gesamtheit. Schauen wir uns einmal im Markus-Evangelium an, in der Botschaft, die uns Markus hinterlassen hat, was über diese gute Nachricht geschrieben steht. In Markus Kapitel 1. Markus Kapitel 1 und in Vers 1.
Markus Kapitel 1 und Vers 1. Da schreibt Markus schlicht und ergreifend: Dies ist der Anfang des Evangeliums von Christus Jesus, dem Sohn Gottes. Nun, auch hier muss ich gleich vorneweg sagen, dass diese Luther-Übersetzung ein wenig unglücklich ist. Die Elberfelder Bibel schreibt: Dies ist der Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Also nicht von Jesus Christus, sondern Jesu Christi. Und die Menge-Bibel hat auch in der Anmerkung die Erläuterung, dass das so übersetzt werden kann und eigentlich auch sollte. Dies ist der Anfang des Evangeliums Jesu Christi. Schauen Sie, wenn man sagt, das ist das Evangelium von Jesus Christus, dann könnte dies zu Missverständnissen führen, nämlich dass man dann meint, es ist das Evangelium über Jesus Christus. Aber es geht nicht nur um eine frohe Botschaft über Jesus Christus, es geht um mehr. Schauen Sie, Jesus Christus brachte das Evangelium. Und wenn man schreibt, es ist das Evangelium Jesu Christi, zeigt dies deutlich, dass es die Botschaft ist, die Jesus Christus gehört, die er brachte, die er von Gott dem Vater brachte, uns lehrte, uns zu zeigen, wie man unter anderem ewiges Leben erlangen kann. Nun, wir werden sehen, dass natürlich die Person Jesu Christi bedeutsam ist für das Evangelium. Aber wie ich sagte, damit ist nicht alles zum Ausdruck gebracht worden. In Markus Kapitel 1 wird nämlich näher erläutert, um was es bei dem Evangelium Jesu Christi geht. Markus Kapitel 1, die Verse 14 und 15. Markus Kapitel 1 und die Verse 14 und 15. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Nun, die amerikanische oder englische King James Bibel übersetzt hier genauer: und predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und andere Übersetzungen haben auch hier vom Reich Gottes. Und es heißt dann weiter in Vers 15: Und er sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße oder bereut, ändert euren Sinn, bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Das Evangelium, das Jesus Christus predigte, war das Evangelium vom Reich Gottes. Das Evangelium, was Paulus predigte, war das Evangelium vom Reich Gottes. Und Paulus sagt, es gibt kein anderes Evangelium. Das Problem ist natürlich, wie wir noch sehen werden, dass auch das Reich Gottes total missverstanden worden ist. Und man geht heute davon aus, das Reich Gottes sei die Kirche oder das Reich Gottes sei bereits schon auf Erden errichtet. Alles dies ist natürlich nicht im Einklang mit dem, was die Bibel uns sagt über das Reich Gottes. Aber Christus kam, um das Evangelium vom Reich Gottes zu predigen. Und viele Bibelstellen beweisen dies. In Markus Kapitel 4. Markus Kapitel 4 und in Vers 11. Denn er hatte ihnen ein Evangelium oder vielmehr ein Gleichnis gegeben über das Evangelium, aber die Jünger verstanden es nicht. Und dann kamen sie zu Christus und fragten ihn über die Gleichnisse. Und dann sagte er in Vers 11, er sprach zu ihnen: Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Denen aber draußen widerfährt es alles in Gleichnissen. Zunächst einmal hatte er in Gleichnissen gesprochen, die Massen haben es nicht verstanden. Als die Jünger zu ihm kamen, hat er es ihnen erklärt und hat dann gesagt: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu verstehen. Das sagt uns bereits, meine Damen und Herren, dass auch heute für viele noch die Wahrheit über das Reich Gottes ein Geheimnis ist. Und deswegen gibt es auch so viel Verwirrung im Hinblick auf das, was das Reich Gottes ist. Und Gott muss uns dieses Geheimnis offenbaren. Er muss uns zeigen, was es mit dem Reich Gottes, was es damit auf sich hat. Wenn Gott es uns nicht zeigt, dann können auch wir dieses Geheimnis nicht verstehen. Aber wie gesagt, es ging bei den Gleichnissen um das Reich Gottes. In Vers 26 in Markus 4 sagt Christus weiterhin. Und er sprach, Markus 4 und Vers 26, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft. Und das heißt, und er schläft und aufsteht und Nacht und Tag und der Same geht auf und wächst
und er weiß nicht wie. Die Idee ist natürlich, dass man das Evangelium vom Reich Gottes verkündet und dann werden einige auf diese Botschaft reagieren. Auch hier sehen wir, es geht um das Reich Gottes. Vers 30 im gleichen Kapitel. Da sagt er in Vers 30, und er sprach: Womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen? Und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Denken Sie daran, er sprach ja Gleichnisse über das Reich Gottes. Und er sagt hier in diesem Falle, es ist wie ein Senfkorn. Wenn das gesät wird aufs Land, so ist es das kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden. Und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, sodass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können. Die Idee ist also, dass das Reich Gottes sich erweitern wird mit der Zeit. Es geht wiederum hier um das Evangelium vom Reich Gottes. Markus Kapitel 10. Markus Kapitel 10. Und schauen wir uns die Verse 14 und 15 an. Markus Kapitel 10 und die Verse 14 und 15. Eine bekannte Stelle. Und viele lesen diese Stelle und verstehen nicht, was damit gesagt wird. Markus Kapitel 10, Vers 14. Denn die Jünger wollten jetzt Kindern wehren, die zu Christus gebracht wurden, damit er sie segnete. 14. Als aber Jesus das sah, da wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen, wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Nun, er sprach, wie wir sehen werden, um eine kindliche, um eine demütige Einstellung, die wir haben müssen gegenüber der Lehre vom Reich Gottes. Denn er sagt nämlich hier in Vers 15, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Ein Kind, das gutgläubig ist, das den Eltern zum Beispiel Glauben schenkt. Und so sollen auch wir unserem Vater im Himmel Glauben schenken, wenn er uns erklärt, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Aber die meisten Menschen heute wollen dies nicht tun. Die meisten Menschen heute haben sich eine eigene Idee zurechtgelegt, was das Evangelium sei, was das Reich Gottes sei. Und wenn sie die Wahrheit hören, dann ist ihr Sinn vernebelt. Und sie können die Wahrheit nicht erkennen. Sie wollen die Wahrheit auch in vielen Fällen nicht erkennen. Denn wenn man die Wahrheit erkennt, bedeutet dies auch, dass man der Wahrheit gemäß handeln muss. Und viele wollen dies nicht. Viele wollen ihr Leben wirklich nicht ändern. Die Pharisäer kamen zu Johannes dem Täufer, um sich taufen zu lassen, weil alle anderen auch kamen, um sich taufen zu lassen. Und dann sagte Johannes zu denen: Ihr Otterngeschlecht und ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiesen, dem Zorn Gottes zu entfliehen? Denn er wusste ja, und die Pharisäer wussten es auch, nur haben die das nicht anerkennen wollen, dass der Zorn Gottes über uns ist, wenn wir uns weigern, Gott zu gehorchen. Und dann sagte er: Bringt Früchte der Reue. Zeigt, dass ihr wirklich bereit seid zu bereuen, indem ihr euer Leben ändert. Und dann könnt ihr euch taufen lassen. Die Pharisäer wollten dies nicht tun. Die meisten Menschen heute wollen dies wirklich nicht tun. Sie wollen wirklich nicht die Wahrheit anerkennen, in dem Sinne, dass sie verstehen, dass sie dann auch der Wahrheit gemäß leben müssen. Und so ist ihr Sinn nach wie vor verschleiert. Vernebelt, wie die Bibel sagt, manchmal sogar auch bewusst und wissentlich im Unklaren darüber, was Gott von uns erwartet. Schauen wir uns eine Parallelstelle an in Lukas Kapitel 18. Aber bleiben wir hier in Markus, da komme ich gleich darauf zurück. Aber in Lukas Kapitel 18 und schauen wir uns die Verse 15 bis 17 an. Denn hier wird auch wiederum über die Einsegnung der Kinder gesprochen. Es ist dies eine Methode, die auch heute noch von der Kirche angewandt wird. Wenn Kleinkinder zu der Predigerschaft kommen, dann würden die Prediger die Kinder einsalben, in dem Sinne, dass sie die Hände auf die Kinder legen und dann Gott bitten, sie zu beschützen. Und hier in Lukas Kapitel 18 lesen wir die angefangen in Vers 15. Sie brachten auch kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrühren sollte. Als das aber die Jünger sahen, fuhren sie an. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt, wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Ich habe dies bewusst hier gelesen, weil auch Lukas deutlich hier vom Reich Gottes spricht, wie wir noch sehen werden. Aber es geht jetzt hier zunächst einmal mir um Markus.
Denn man geht davon aus, dass Markus derjenige ist, der das erste der vier Evangelien niedergeschrieben hat. Wir sehen also hier, dass das Reich Gottes etwas ist, in das man hineinkommen kann. Dass man empfangen kann. Dass man aber nur dann empfangen kann, wenn man wie ein Kind wird. Eine kindliche, eine demütige Einstellung hat, nicht eine selbstgerechte Einstellung, wie die der Pharisäer, die meinten, wir haben keine Sünde. Und Christus sagte denen, weil ihr sagt, dass ihr keine Sünde habt, aber gleichwohl sehend seid, so sagten sie, bleibt eure Sünde. Schauen Sie, wir müssen erkennen, dass wir gesündigt haben und dass wir nach wie vor sündigen. Und wir müssen die Vergebung Jesus Christus erlangen. Und durch seinen Opfertod können wir sie erlangen. Aber schauen Sie, es geht da nicht darum, einen Freibrief zu bekommen, weiter zu sündigen. Paulus sagt, soll die Gnade mächtiger werden, dadurch, dass unsere Sünde mächtiger wird? Dessen Verdammnis ist gerecht, sagt er. Wer also eine solche Lehre verkündet, dass Christus kam, das Gesetz sei abgeschafft und dass man dann weiter sündigen kann, weil es ja dann kein Gesetz mehr gibt. Und schauen Sie, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Dann sagt Paulus, dessen Verdammnis ist gerecht, wer so etwas lehrt. Es geht darum also nicht. Wir müssen wie ein Kind werden, wir müssen eine demütige Haltung haben, wir müssen anerkennen, dass wir gesündigt haben und wir müssen uns dann an die Gnade Gottes wenden, um Vergebung für unsere Sünde zu erlangen, aber auch eine Sinnesänderung gestatten in unserem Leben und dann uns bemühen, nicht weiter die gleichen Sünden erneut zu begehen. Nun, vielleicht geschieht dies unbewusst bei vielen, dass sie sündigen und vielleicht sich gar nicht darüber im Klaren sind, dass sie sündigen. Vielleicht denken sie schon ein bisschen darüber nach, aber wollen dann sich wirklich nicht auf diese Wahrheiten einlassen. Und auch wir heute sind nach wie vor mitunter der Sünde ergeben, indem wir durch Versuchungen weiter sündigen. Wir müssen also alle aufpassen. Wenn wir demütig sind oder werden, wie nun Kinder einmal demütig sind, dann haben wir das Versprechen, ins Reich Gottes zu kommen. Aber wenn wir uns weigern, die Demut Gottes in unserem Leben wirken zu lassen, dann werden wir nicht in das Reich Gottes eingehen. Denken wir an Hiob, über den habe ich auch schon mehrere Male jetzt gesprochen. Hiob hatte die Vorstellung aber so gerecht, dass er der Sünde unfähig war. Er war so gerecht, dass er Gott erklären musste, wie ungerecht Gott war ihm gegenüber. Schauen Sie, mit einer solchen Einstellung wäre es ihm unmöglich gewesen, ins Reich Gottes einzugehen, denn jeder Mensch sündigt. Es gibt keinen, der nicht gesündigt hat und nicht sündigt, außer Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Mensch wurde, aber gleichwohl im Fleisch die Sünde mit der Kraft des Heiligen Geistes überwand. Aber er ist die einzige Ausnahme, wie die Bibel sagt. Alle anderen sündigen. Und Hiob sündigte auch. Und Hiob musste dies erkennen. Und Gott brachte sehr viele Leiden über ihn, bis er dann die Erkenntnis erhielt, dass er ein sündiger Mensch war. Und dann hat er am Ende des Buches auch bereut. Und er hat gesagt, ich bekenne mich schuldig und ich bereue in Staub und Asche. Und hat dann auch Ergebung oder Vergebung von Gott erlangt. Er hatte eine demütige Haltung entwickelt. Aber wie gesagt, manchmal ist das schwer für uns, wenn wir so voller Selbstgerechtigkeit sind, dass wir meinen, wir sind der Sünde unfähig. Und viele Plagen mögen über uns kommen, bis wir zur wahren Erkenntnis gelangt sind. Markus Kapitel 10. Markus Kapitel 10, angefangen in Vers 17. Hier die Stelle, auf die ich eben schon andeutungsweise eingegangen bin. Aber schauen wir uns jetzt mal genauer an, was hier alles gesagt wird. Markus Kapitel 10, angefangen in Vers 17. Und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei. Der kniete vor ihm nieder, also der erkannte schon, wer Jesus Christus war, Gott im Fleisch. Der kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Er sprach hier von Erbschaft. Er wusste, er hatte das ewige Leben noch nicht. Er wusste auch, dass er etwas tun musste, um das ewige Leben erhalten zu können. Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Mehrere Möglichkeiten bestehen hier, diese Stelle zu verstehen. Er hat zunächst einmal diesen Mann darauf angesprochen
und ihn gefragt: Weißt du, dass nur Gott gut ist? Nun, du nennst mich gut. Verstehst du, dass ich Gott im Fleisch bin? Der Immanuel, derjenige, von dem gesagt wird, Gott mit uns. Aber er sagt auch, verstehst du, dass in letztendlicher Konsequenz Gott der Vater im Himmel, das Geistwesen, der ja nicht Mensch wurde, der absolut Gute ist. Er sagt dies, um diesen Menschen begreiflich zu machen, dass was er jetzt sagen würde, absolute Doktrin ist, nicht hinterfragt werden kann. Autorität steht hinter den Worten Jesu Christi. Und schauen wir uns an, was er uns sagt, was er ihm gesagt hat, was er ihnen heute sagt. Du kennst die Gebote. Vers 19. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Schauen Sie, Jakobus sagt später, wenn du zwar nicht tötest, aber doch die Ehe brichst, bist du immerhin ein Übertreter des Gesetzes, weil wenn du in einem Punkt versagst, versagst du in allem. Und Christus sagt hier, die Gebote sind, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, Ehre Vater und Mutter. Und das sind natürlich nur einige der Gebote, aber sie deuten deutlich auf die 10 Gebote hin. Vers 20, er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten, von meiner Jugend auf. Nun, war dies eine Falschaussage? Nein, Christus sah ihn an und erkannte, dass er im Großen und Ganzen die Wahrheit gesprochen hatte. Nicht, dass er total sündenlos gewesen wäre, aber er war, wie man das so sagen würde, im Großen und Ganzen ein guter Mensch. Und es heißt hier in Vers 21, und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Er gewann ihn lieb, weil er kannte, dass dieser junge Mann von Jugend auf die Gebote gehalten hat. Dadurch seine Liebe zu Gott und seine Liebe zum Nächsten zum Ausdruck gebracht hat. Aber da war trotzdem noch ein Problem. Und er sprach zu ihm, eines fehlt dir, eines fehlt dir. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komme und folge mir nach. Nun, das sagte er zu diesem jungen Mann. Schauen Sie, er sagt das nicht zu allen heute. Aber dieser junge Mann, der war ein reicher Mann. Aber er hatte seinen Reichtum zu seinem Gott gemacht. Und er hatte den Reichtum an die erste Stelle seines Lebens gesetzt. Obwohl Gott klar in den 10 Geboten sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter vor mir und neben mir haben. Aber dieser Reichtum war diesem jungen Mann zu einem Gott geworden. Und Christus erkannte dies. Und er wusste, dass dieser junge Mann Gott niemals vollends und vollkommen folgen würde, solange wie er seinen Reichtum als seinen Gott beibehielt. Deswegen hat er es dem jungen Mann gesagt, in dieser Beziehung. Und schauen Sie, was die Reaktion war. Vers 22. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und er war nicht bereit, diese Güter aufzugeben, um Jesus Christus zu dienen. Und es scheint hier sogar so, dass Jesus, indem er sagte, folge mir nach, ihm andeutete, ich bin bereit, dich in die Predigerschaft aufzunehmen. Aber dieser junge Mann war nicht bereit, seinen Götzen des Reichtums aufzugeben. Vers 23. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Schauen Sie hier den Zusammenhang. Es ging darum, wie kann ich ewiges Leben ererben? Jesus sagt, gib dein Reichtum auf. Der Reiche war nicht willens, dies zu tun. Jetzt sagt Christus, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Wir sehen also hier, dass Christus das ewige Leben erhalten mit in das Reich Gottes kommen gleichsetzt. Es geht um dasselbe Prinzip hier. Sie werden dann ewiges Leben erhalten, wenn sie in das Reich Gottes kommen. Oder anders ausgedrückt, wenn sie im Reich Gottes sein werden, werden sie ewiges Leben haben. Das allein zeigt bereits, dass wir heute noch nicht im Reich Gottes sind, denn wir haben heute noch nicht ewiges Leben. Vers 24. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Warum? Weil es eine Gesinnesänderung bedarf.
Die Pharisäer waren nicht willens, sich zu ändern. Viele der Massen, die zu Johannes dem Täufer kamen, aufgrund der Idee, dass sie jetzt bereuen mussten und sich dann taufen ließen, die haben sich aber später nicht an Christus gewandt. Und viele, die sich an Christus gewandt haben und Christus für eine Zeit nachgefolgt sind, die haben dann Anstoß genommen an dem, was er gesagt hat, und haben sich dann wieder von ihm abgewandt. Wie schwer ist es, sagt Christus, ins Reich Gottes zu kommen? Schauen Sie, er sagt an einer Stelle, dass viele es versuchen werden, aber es nicht können werden. Und dass die Straße ins Reich Gottes eine enge Straße ist. Keine weite Straße. Viele gehen auf dem weiten Weg, aber gehen nicht in das Reich Gottes ein. Es ist nicht einfach, auf der einen Seite es zu tun, aber mit Christus in uns, mit Gottes Hilfe in uns und mit uns, ist es auch wiederum leicht. Aber wie gesagt, zunächst einmal bedarf es der Sinnesänderung. Wie schwer ist es, sagt Christus hier, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, Vers 25, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Und das ist ganz wörtlich zu verstehen, nicht wie einige Kommentare uns sagen, das sei also jetzt hier irgendwie eine symbolische Redeweise. Er will hier zeigen, dass es unmöglich ist, unmöglich für irgendeinen von uns, auf uns alleine gestellt, ins Reich Gottes kommen zu können. Es ist leichter, sagt er hier, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Aber es geht nicht nur um Reiche. Aber hier bezieht er sich spezifisch auf Reiche. Und sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Die verstanden, dass es nicht nur allein um Reiche ging. Wer kann dann selig werden? Wer kann dann die Seligkeit erlangen? Wer kann dann das Heil erlangen? Die Jünger verstanden auch, dass ins Reich Gottes kommen und ewiges Leben erlangen und die Seligkeit erlangen, das Heil erlangen, alles Begriffe sind, die das Gleiche ansprechen. Denn wenn wir selig werden, wenn wir das Heil erlangen, dann werden wir im Reich Gottes sein. Dann werden wir ewiges Leben erhalten haben. Schauen Sie, wenn es um das Evangelium der Seligkeit geht, wie es hin und wieder ausgedrückt wird, ist das lediglich ein anderer Begriff für das Evangelium des Reiches Gottes, das Evangelium, das uns zeigt, wie wir selig werden können im Reich Gottes, in der Zukunft, wenn wir ewiges Leben erlangen werden. Und die verstanden dies. Und die sagten, ja, wer kann dann selig werden? Wer kann dann ewiges Leben erlangen? Wer kann dann ins Reich Gottes kommen? Eine gute Frage, die Sie sich stellen sollten, die ich mir stellen muss. Wer kann ins Reich Gottes kommen? Vers 27. Jesus aber sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich. Auf sich gestellt können sie in das Reich Gottes nicht kommen. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Schauen Sie, wie ich eben schon sagte, es geht um das Geheimnis des Reiches Gottes. Zunächst einmal muss uns Gott unseren Sinn öffnen, damit wir verstehen können, worum es geht bei dem Reich Gottes. Für die meisten ist das ein Geheimnis. Für uns sollte es kein Geheimnis sein, wenn wir von Gott berufen sind, wenn Gott uns den Sinn öffnet. Aber dann müssen wir ihm auch zeigen, dass wir willens sind, das zu tun, was er uns sagt. Und mit Gottes Hilfe können wir es dann auch tun. Und so ist es also bei Gott möglich. Bei den Menschen ist es unmöglich. Die würden zunächst einmal gar nicht verstehen, worum es bei dem Reich Gottes eigentlich geht. Wobei, Gott ist es möglich, weil er uns den Sinn öffnet, weil er uns die Kraft gibt, die Wahrheit zu leben. Sodass wir letztendlich dann ins Reich Gottes eingehen können. Und so heißt es hier in Vers 28. Und da fing Petrus an und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Also der Reiche war nicht willens, dies zu tun, aber Petrus sagt, ja, aber wir haben es getan. Und Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt, um meinetwillen, schauen Sie, und um des Evangeliums willen. Menschen, die erkannt haben, worum es bei dem Evangelium geht und die dann auch die Konsequenzen gezogen haben,
Christus sagt, wer dies getan hat, es gibt da keinen, der nicht hundertfach empfange. Jetzt, in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen. Er hat also deutlich gemacht, obwohl wir hier in diesem Leben physisch gesegnet werden, müssen wir auch davon ausgehen, dass wir verfolgt werden würden, weil die meisten Menschen ja eben nicht die Wahrheit erkennen. Und Christus sagt ja auch bereits an anderen Stellen, dass die Menschen uns verfolgen und sogar töten werden und meinen damit, Gott einen Opferdienst zu erweisen, weil sie eben geblendet sind, weil sie die Wahrheit eben nicht erkennen. Und er sagt, und in der zukünftigen Welt, in der Welt von morgen, in der Welt, die uns noch bevorsteht sozusagen, das ewige Leben. Schauen Sie, auch hier sagt er deutlich, wir haben das ewige Leben heute noch nicht. Aber in der zukünftigen Welt, wenn Jesus Christus zurückgekommen ist, um auf dieser Erde das Reich Gottes zu errichten, und wenn wir dann im Reich Gottes sein werden, dann werden wir auch ewiges Leben haben. Und Christus sagt, es gibt keinen, der auf der einen Seite das Reich Gottes an die erste Stelle seines Lebens setzt, der dann nicht auch durch ewiges Leben belohnt wird. Aber er sagt auch in Vers 31, viele aber werden die Letzten sein, die die Ersten sind. Und sie werden die Ersten sein, die die Letzten sind. Manche meinen aufgrund ihrer hohen Position in dieser Welt, dass sie doch auch dann Erste sein müssten im Reich Gottes. Aber Jesus Christus sieht die Sache ganz anders. Und es kann durchaus sein, dass eine Witwe, die vielleicht Tag und Nacht betet, wie die Bibel schreibt, eine weitaus höhere Position haben wird, als die höchsten, sogenannten Höchsten in diesem Leben. Aber wir sehen hier folgende Gleichsetzungen. Es geht um ewiges Leben, es geht um das Heil oder die Seligwerdung, es geht um das Reich Gottes, es geht um die zukünftige Welt. Alles dies sind identische Begriffe. Die Juden zur Zeit Christi verstanden, dass Christus in irgendeiner Form mit dem Reich Gottes in Zusammenhang stand. Ihr Irrtum bestand darin, dass sie meinten, Christus würde das Reich zu ihrer Zeit bereits auf Erden errichten. Die hatten eine gewisse Vorstellung, was das Reich Gottes war. Die kannten ja das Alte Testament, wo vielfach über das Reich Gottes geschrieben steht. Aber sie hatten nicht unbedingt die richtige Vorstellung, dass wer ins Reich Gottes gelangen kann und wann das Reich Gottes errichtet werden würde. Und so lesen wir in Markus Kapitel 11, angefangen in Vers 9. Markus Kapitel 11 und angefangen in Vers 9. Das ist, als Jesus Christus in Jerusalem einzog. Und da haben die Menschen damals gemeint, die Juden, dass Christus gekommen sei, das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Und sie verstanden auch, wie ja das Alte Testament deutlich uns sagt, und wie wir auch noch sehen werden, dass König David im Reich Gottes sein würde. Sie verstanden das. Und sie verstanden auch, dass der Messias ein Nachkomme König Davids sein würde. Und so lesen wir hier in Markus Kapitel 11 und in Vers 9. Und die vorangingen und die nachfolgten, die schrien, Hosianna, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Hosianna, in der Höhe. Also die Juden verstanden etwas über das Reich Gottes. Sie verstanden, dass David im Reich sein würde und dass das Reich kommen würde. In Markus Kapitel 12 lesen wir angefangen in Vers 28. Markus Kapitel 12 und in Vers 28. Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, da fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allen? Und Jesus antwortete ihm, das höchste Gebot ist das. Und jetzt zitiert er das Alte Testament. Er hat keineswegs gesagt, ich bin gekommen, das Alte Testament und alle Gebote und Satzungen und Gesetze des Alten Testamentes abzuschaffen. Er sagt, dies ist das höchste Gebot. Nicht das war das höchste Gebot. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir.
Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Wie lieben wir Gott, den Herrn? In dieser Weise, indem wir die ersten 4 der 10 Gebote halten, die uns zeigen, wie man Gott liebt, dass man keine anderen Götter neben ihm hat, dass man seinen Namen nicht missbraucht, dass man ihn anbetet, dass man den Sabbat hält, einen Tag, den Gott heilig gemacht hat, und der Sabbat wird der Sabbat des Herrn genannt. Und dann sagt er aber noch Folgendes, und das andere ist dies. Also er hat hier nicht aufgehört, nur die ersten 4 der 10 Gebote zu zitieren. Das andere ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wenn wir dies tun, dann werden wir unseren Nächsten nicht umbringen. Im Krieg oder auch im Zivilleben. Dann werden wir unseren Nächsten nicht bestehlen. Dann werden wir keinen Ehebruch begehen mit seiner Frau oder seinem Mann. Und all die anderen Gebote, die in den 10 Geboten aufgeführt sind. Er sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und Paulus sagt ja nachher auch im Römerbrief, dass das gesamte Gesetz in diesen beiden Geboten zusammengefasst ist. Nicht, dass diese 2 Gebote das Gesetz abgeschafft hätten, sondern es ist zusammengefasst, dass wir Gott lieben müssen und unsere Nächsten lieben müssen. Und dann zeigen uns die 10 Gebote, wie man das tun kann. Und dann zeigen uns die Satzungen und Rechtsvorschriften im Alten wie im Neuen Testament, wie man das immer noch besser tun kann. Vers 32. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Es ist nur einer und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Denn schauen Sie, die Opfer wurden ja nur im Alten Testament eingeführt, um einen Weg zu gestatten, dass die Menschen, die gesündigt hatten, wieder Zugang haben könnten zu Gott. Sie waren aber niemals dafür eingeführt worden, um Sünden zu vergeben. Das kann alleine nur der Opfertod Jesu Christi bewirken. Als Jesus aber sah, Vers 34, dass er verständig antwortete, also er hat da nicht irgendwie in einer Weise mit diesem Schriftgelehrten hier dem irgendwie widersprochen. Er hat also gesehen, dass er verständig geantwortet hat. Da sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Dieser Schriftgelehrte war nicht fern vom Reich Gottes, da er verstand, wie man leben muss, um ins Reich Gottes gelangen zu können. Verstehen Sie, wie Sie leben müssen, um ins Reich Gottes gelangen zu können? Oder meinen Sie, Sie sind heute frei zu sündigen, sodass die Gnade Christi nur immer mächtiger werde? Wenn das die Einstellung ist, die Sie haben, dann werden Sie nicht ins Reich Gottes kommen. Markus Kapitel 13 und Vers 10. Christus sagt uns hier, dass das Evangelium vom Reich Gottes in unserer heutigen Zeit noch gepredigt werden muss. Markus Kapitel 13 und Vers 10. Es geht hier um seine Wiederkunft. Und er gibt uns Zeichen, was die Wiederkunft Jesu Christi andeuten würden. Und er sagt uns hier aber in Vers 10, und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Unter allen Völkern. Halten Sie Ihren Finger hier in Markus, aber schauen wir uns kurz eine Stelle in Matthäus Kapitel 24 an. Eine Parallelstelle, die auch um die Anzeichen der Wiederkunft Jesu Christi sich drehen. Und er sagt hier in Matthäus Kapitel 24 und Vers 14, und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich. Also hier macht er ganz deutlich, was das Evangelium ist und welches Evangelium gepredigt werden muss. Dies Evangelium, das Evangelium, das er lehrte, und zwar ist es das Evangelium vom Reich Gottes. Es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis. Zum Zeugnis, nicht um die ganze Welt zu bekehren, weil die meisten Menschen ja heute nicht von Gott berufen sind, die Wahrheit zu leben. Die werden erst später noch diese Gelegenheit erhalten. Aber zu einem Zeugnis, sodass sie nachher nicht sagen könnten, ja, wir haben von alledem ja nichts gewusst.
Dies Evangelium vom Reich, heißt es, wird in der ganzen Welt zu einem Zeugnis für alle Völker gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Die Tatsache, dass Christus dies so deutlich ausspricht hier, zeigt uns, dass das Evangelium vom Reich für Hunderte von Jahren nicht gepredigt worden ist. Denn wenn es die ganze Zeit hinweg gepredigt worden wäre, dann wäre dies ja kein Anzeichen für seine baldige Rückkehr. Wir lesen also, wenn wir beide Stellen zusammenfassen, die Stelle in Markus, die wir gerade gelesen haben, und auch die Stelle in Matthäus, dass das Evangelium in aller Welt gepredigt wird, unter allen Völkern. Beide Begriffe beziehen sich auf die gleiche Konstellation. Und ich gehe davon aus, und Sie werden mir vielleicht recht geben, wenn Sie mehr über die Kirche Gottes wissen, dass dies heute geschieht. Eigentlich, dass es erst heute geschehen kann. Denn heute haben wir ja die Möglichkeit, über Internet unter allen Völkern die Wahrheit zu verkünden. Als Paulus und die frühen Apostel lebten, die mussten ja in die Gegenden hinein wandern oder mit Schiffen, Booten, Kamelen, was auch immer, in diese Gegenden vordringen. Aber heute haben wir diese Technologie, die es ermöglicht, das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt unter allen Völkern zu verkünden. Nun, die meisten Menschen lehnen heute das Evangelium ab, wie sie das die ganzen 2000 Jahre hindurch seit Jesus Christus getan haben, wie sie es bereits vorher schon im Alten Testament getan haben. Aber es soll ja auch nur zu einem Zeugnis verkündigt werden, sodass nachher gesagt werden kann, ihr habt die Wahrheit gehört, aber ihr habt sie nicht anerkannt. In Markus Kapitel 14 lesen wir eine weitere interessante Stelle. Markus Kapitel 14, es geht hier um die Salbung in Bethanien. Die Stelle ist Ihnen höchstwahrscheinlich bekannt, ich möchte sie kurz im Zusammenhang vorlesen. Das war ein paar Tage vor seiner Kreuzigung. Und als er in Bethanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Schauen Sie, sie zeigte hier durch ihre Handlung, dass sie Gott und Jesus Christus an die erste Stelle ihres Lebens setzte und nicht den Reichtum. Und da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Aber das war nicht wirklich ihre Motivation, die wollten es nicht den Armen geben. Judas war der Wortführer, wie uns andere Stellen sagen, und der war natürlich ein Dieb. Und er wollte das Geld für sich selbst. Und er hatte auch den Beutel mit dem Geld unter Verwahrung. Aber die anderen haben dann auch mitgemischt. Und es heißt, und sie fuhren sie an. Und Jesus aber sprach in Vers 6, lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, wenn das wirklich eure Motivation ist, dann könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Und das ist das, worum es heute geht. Tun sie, was sie können. Vielleicht können sie keine Berge versetzen. Vielleicht können sie keine großartigen Wunder tun. Vielleicht können sie nicht der ganzen Welt durch ihre Stimme das Evangelium verkündigen. Nein, sie tun, was sie können. Denken Sie an die arme Witwe, die wenig Geld, ein kleines bisschen Geld in den Klingelbeutel tat, in den Schaukasten tat. Und Christus und die Jünger haben sich das angeschaut. Und Christus hat gesagt, die hat mehr getan. Die hat alles getan, was sie konnte. Die hat weitaus mehr gegeben als all die Reichen, die von ihrem Reichtum etwas gegeben haben. Und auch hier sagt er, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis, andeutend, dass sie verstand, was die meisten Jünger nicht verstanden, dass Jesus Christus sterben würde für sie, für diese Frau. Und sie hat dies anerkannt, indem sie ihn bereits im Voraus schon für sein Begräbnis gesalbt hat.
Und dann sagt er in Vers 9, wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Und heute wird das Evangelium gepredigt in aller Welt und heute wird auch dies zu ihrem Gedächtnis, zu dem Gedächtnis dieser Frau gesagt. Ein wunderbares Beispiel von Glauben, der aber mit Werken Hand in Hand ging. Und nun schauen wir uns eine Stelle in Markus Kapitel 14 und in Vers 25 an. Es geht hier um das sogenannte Abendmahl, den Passahabend, als Jesus Christus die neuen Symbole von Brot und Wein einführte, hindeutend und darauf hindeutend, dass er sterben würde, aber auch, dass er für die Menschen leiden würde, damit sie auch nicht nur Vergebung der Sünden erlangen könnten, sondern auch Heilung von ihren Gebrechen. Und er sagt hier in Vers 25, wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes. Und eine Parallelstelle sagt, bis dass ich es mit euch von Neuem trinke im Reich Gottes. Auch dies zeigt, dass das Reich Gottes zum damaligen Zeitpunkt noch nicht errichtet war, aber dass Jesus Christus es errichten würde, wenn er zurückkommt auf diese Erde. Und die Jünger würden dann mit ihm sein und dann würden sie zusammen von diesem Weinstock trinken. Scheinbar andeuten, dass dann eine weitere Passa-Versammlung stattfinden würde, wie dies die letzte Passa-Versammlung war, die Jesus Christus als Mensch mit ihnen durchgeführt hat. Später bekennt Christus, als er befragt wird, dass er ein König war und ist und sein wird. Schauen Sie, die Juden verstanden ja auch, dass Christus in Anspruch erhob, ein König zu sein. Das war ja der angeführte Grund, warum er gekreuzigt werden sollte, weil die Juden ja sagten, ja, wir haben keinen König außer Cäsar. Das war natürlich alles eine Mache sozusagen. Die Pharisäer haben ihn ja aus Neid überantwortet. Die hatten ja Angst, dass sie ihre Position verlieren würden, wenn das Volk Christus nachlaufen würde. Und Pilatus verstand auch diese Tatsache. Und er verstand auch, warum die Juden ihn angeklagt haben. Und so lesen wir in Markus Kapitel 15, in Vers 2. Markus Kapitel 15 und Vers 2. Und Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Er verstand, das war die Anklage. Er aber antwortete und sprach zu ihm, du sagst es. Er sagte deutlich, er war ein König. Nun, seine Königsherrschaft hatte er damals mit Sicherheit noch nicht angetreten. Aber er sagte, ich bin ein König. Ich bin der König. Nicht nur der Juden, sondern der ganzen Welt. Ich bin der König. Du sagst es, Vers 26 in Markus 15. Markus 15, Vers 26. Und es stand über ihm geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Vers 32. Und dann sagten diejenigen, die ihn verspotteten, ist er der Christus, der Messias, der Heiland, der König von Israel? Die verstanden, dass der Messias, der Heiland, der König von Israel sein würde. So steige er nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, die schmähten ihn auch. Schauen Sie, die Tatsache, dass Jesus Christus der König von Israel ist, war, sein wird, die ist von Bedeutung für das richtige Verständnis vom Reich Gottes. In Markus Kapitel 15 lesen wir die Verse 42 und 43. Markus Kapitel 15, die Verse 42 und 43. Das war nach dem Tode Christi. Und als es schon Abend wurde und weil Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Sabbat, gemeint ist hier der jährliche Sabbat, der erste Tag der ungesäuerten Brote, ein heiliger, hochheiliger Sabbat. Es geht hier nicht um Freitag, den Rüsttag für den wöchentlichen Sabbat, denn Christus ist ja keineswegs am Freitag gekreuzigt worden, sondern an einem Mittwoch zur damaligen Zeit. Denn wenn er an einem Freitag gekreuzigt worden wäre und wäre dann am Sonntagmorgen auferstanden, hätte er das einzige Zeichen, das er gab, dass er der Messias war, nämlich dass er 3 Tage und 3 Nächte im Grabe sein würde, nicht erfüllt.
Es geht hier um den jährlichen Sabbat. Und der Rüsttag begann. Vers 43, und da kam, oder vielmehr der Rüsttag endete und der jährliche Sabbat würde beginnen. Und da kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Also hier war auch jemand, der auf das Reich Gottes wartete, der auch verstand, dass das Reich Gottes noch nicht errichtet worden war, als Jesus Christus starb. Es würde noch kommen. Erinnern wir uns, dass Christus in Markus 1 und Vers 15 etwas Interessantes gepredigt hat. Wir hatten das bereits gesehen, schauen wir uns kurz nochmal an. Markus Kapitel 1 und in Vers 15. Denn nachdem Johannes der Täufer gefangen genommen worden war, da kam Jesus nach Galiläa, wie es heißt, er predigt das Evangelium Gottes, das Evangelium vom Reich Gottes, und er sagte, Vers 15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. So heißt es in der deutschen Luther-Übersetzung. Nun, andere übersetzen richtiger. Das Reich Gottes ist nahe. Nicht, dass es bereits auf Erden errichtet war, denn das würden ja all die anderen Stellen, die wir bereits gelesen haben, keinen Sinn ergeben. Aber in Lukas Kapitel 10, schauen wir uns diese Parallelstelle kurz an, sagt uns Lukas etwas in dieser Beziehung. Lukas Kapitel 10, die Verse 8 bis 11. Lukas Kapitel 10 und die Verse 8 bis 11. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Er sagt dies den Jüngern, die er ausschickt. Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Und wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, so geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht, auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an unsere Füße gehängt hat, die schütteln wir ab auf euch. Oder vielmehr diesen Staub, den schütteln wir ab auf euch. Doch sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Nun, was ist damit gemeint? Diese beiden Stellen sagen uns, die in Markus und auch hier die in Lukas, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Die Ryrie Study Bible gibt folgende sehr interessante Anmerkung. Die schreibt, die Herrschaft des Heilandes auf Erden, die im Alten Testament versprochen und von den Juden ernstlich erstrebt wurde, war nahe, da der Heiland gekommen war. Die Menschen lehnten ihn jedoch ab und nahmen ihn nicht an, und die Erfüllung des Versprechens vom Reich musste so lange warten, bis Gottes Plan vollendet war, Juden und Heiden zu erretten und seine Kirche zu gründen. Dann wird Christus zurückkommen und das Reich Gottes auf dieser Erde errichten. Nun, einiges von dem, was die Ryrie Study Bible sagt, ist richtig, anderes ist nicht so richtig. Es war niemals der Plan Gottes, damals bereits schon, das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Christus kam als der Heiland für uns zu sterben, um seine Kirche zu gründen, um uns allen die Gelegenheit zu geben, die berufen werden würden, uns für das Reich Gottes zu qualifizieren. Und er würde dann zurückkommen als der König aller Könige und der Herr aller Herren, um das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Aber dieser Kommentar versteht zumindest, dass das Reich Gottes damals noch nicht auf Erden errichtet worden ist, dass es auch heute noch nicht auf Erden errichtet ist, sondern dass es erst noch in der Zukunft, wenn Christus zurückkommt, errichtet werden wird. Doch wieso war das Reich Gottes damals nahe gekommen? Wieso sagt Christus, dass man Buße tun oder bereuen muss und an das Evangelium glauben muss, um in das Reich Gottes gelangen zu können? Nun, zunächst einmal deshalb, weil Glaube und Reue wichtige Bedingungen sind, die man erfüllen muss, um in das Reich Gottes gelangen zu können, wenn es dann hier auf Erden errichtet ist. Und das Reich Gottes war deshalb nahe herbeigekommen, denn Christus war gekommen, für unsere Sünden zu sterben. Es war ja die Liebe Gottes, die Christus dazu gebracht hat, sein Leben für die Welt hinzugeben. Für alle die hinzugeben, die seinen Opfertod akzeptieren, annehmen würden, für sich persönlich, ganz individuell. Und die
bereuen würden, die ihre Sünden vergeben bekommen wollen. Und das Reich Gottes war damals auch deshalb nahe herbeigekommen, weil Christus den Test, die Versuchung, die Satan ihm gegenüber in der Wüste für 40 Tage und 40 Nächte lang erbracht hat, bestanden hat. Er hat ja Satan überwunden. Und Satan musste sich dann zurückziehen, nachdem Christus ihm deutlich gemacht hatte, er würde Satan nicht anbeten, er würde das, was Satan ihm anbot, nicht akzeptieren, er würde nach wie vor treu dem Vater sein und seine Gesetze, seine Gebote halten. Und von daher war es jetzt klar, dass Christus sich qualifiziert hatte, die Königsherrschaft auf Erden zu übernehmen, wenn er dann zurückkommen würde. In Markus Kapitel 16 lesen wir Vers 15. Markus Kapitel 16 und Vers 15. Und hier wird eine fortbestehende Verpflichtung der Kirche Gottes angesprochen. Nicht etwas, was damals nur im Alten oder im Neuen Testament der Fall war. Nicht etwas, was vielleicht am Anfang dann der neutestamentlichen Kirche geschehen sollte. Nein, es ist eine fortbestehende Verpflichtung, die auch heute noch besteht. Und so sagt er in Markus Kapitel 16 und in Vers 15, und er sprach zu ihnen, gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und denken Sie daran, es gibt nur ein Evangelium, das Evangelium vom Reich Gottes. Und wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Zukunft. Der wird dann letztendlich ins Reich Gottes eingehen können. Der wird dann die Seligkeit erlangen. Der wird dann ewiges Leben erlangen. Wer sich aber weigert, kontinuierlich weigert, bewusst weigert, das Evangelium anzuerkennen und dann auch so zu leben, wie Gott es erwartet, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Fragen wir uns, in welcher Kategorie wollen wir sein? In der Kategorie, die selig werden? Oder in der Kategorie, die verdammt werden? Sie haben heute einen Teil der Wahrheit über das Evangelium Gottes gehört. Die Entscheidung liegt nun bei Ihnen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Lenk, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.